Wow, ich glaube, das war das ausgeglichenste Splatfest-Ergebnis aller Zeiten. Auch die Stimmung bei Team Hoverboard und Jetpack. 51% waren für Hoverboard, 49% für Jetpack. Das war ja doch richtig knappe Messen, hätte ich gar nicht mit gerechnet. So, kommen wir mal zu den Arena-Neuigkeiten. Camp Schützenfisch gibt es heute und Pinakothek, jawoll. Und die Scheunensiedlung im Rangkampf und die Encubit Games Headquarters im Rangkampf. Ich meine, der andere war Standardkampf. So, doch bevor wir loslegen, ja, kriegen wir erstmal Supermuscheln erhalten. 2 Stück. Und wir wechseln mal eben blitzschnell die Waffe. Und dann würde ich sagen, was nehmen wir denn? Doch, nehmen wir die. Ist doch in Ordnung. Passt doch, alles super. Sehen wir uns gleich im ersten Kampf wieder, meine Freunde. Bis gleich. Der Kampf beginnt und... It's me, Zelenkario. Super, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Folge von meinem Let's Play zu Splatoon. Das heutige Thema, Raiden von Streams. Was es ist, ganz einfach, kurz und knapp erklärt. Es finden sich beispielsweise jetzt 1000 Leute zusammen oder meinetwegen 200 Leute, 300 Leute, die vielleicht von einem, ich sag mal, großen Streamer oder großen YouTuber oder irgendeiner anderen Persönlichkeit geleitet werden, dieses Zusammentreffen. Wow. Und dann suchen die sich einen Stream aus, er postet dann einen Link zum Beispiel und alle raiden dann diesen Stream, joinen den Raum, wow, und spammen dann den Chat voll. Das, wow, hat natürlich mehrere, ja, mehrere, wie sagt man denn, Auswirkungen auf den eigentlichen Streamer dann an sich. Achso, wenn sich meine Stimme ein wenig kaputt anhört, also ein wenig gerockt anhört, dann liegt das daran, dass wir Punkt A am Samstag ja den Stream abgehalten haben, der, by the way, über 6 Stunden ging. Ich glaube, knapp 6,5 Stunden purer Stream, purer Wahnsinn. Ich lade euch den natürlich auch online, oder der ist schon online gestellt, muss nur freigeschaltet werden. Das Ganze findet wahrscheinlich heute Abend gegen 20 Uhr statt. Ich nehme das hier wieder am Montag auf, also am 21. Und da kommen wir auch schon im zweiten Punkt, warum sich meine Stimme relativ kaputt anhört. Ich bin gerade eben erst aufgestanden, habe verschlafen, wollte eigentlich um 7 Uhr aufstehen, spätestens um 8 Uhr. Und jetzt ist es 10:30 und der Part soll ja heute um 17 Uhr wieder online gestellt werden. Ja, mit meiner langsamen Internetleitung und so weiter wird das dann immer relativ knapp. So, nein, Raiden Streams ist angesagt. Das hat viele Auswirkungen für den Streamer dann an sich, der gerade irgendwie am Daddeln ist. Einerseits ist er natürlich dann direkt ganz weit oben, gerade bei Hitbox, was die Videoliste angeht. Das ist ja so, bei Hitbox und Twitch ist es ähnlich wie bei YouTube. Hä? Achso. Wer die meisten Aufrufe hat, wird natürlich ganz oben angezeigt. Und ich sag mal, kleinere YouTuber, wie ich unter anderem einen bin, die sind natürlich dann ganz weit unten in der Liste. Außer bei Hitbox, da sind ja nicht so viele. Aber das ist ein anderes Thema und durch diese Raids wird man dann nach ganz weit oben katapultiert und landet dementsprechend auf Platz 1. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es einerseits nett ist, andererseits ist es natürlich durchaus negativ, weil das dann oft so den Fall hat, ja, dass dann auf einmal 2000 Leute den Chat zu spammen, aber nicht mit konstruktiven Sachen oder mit sinnvollen Beiträgen, sondern halt eher ein, ne, einfach Kopf auf die Tastatur legen und gib ihm. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und andererseits ist es natürlich auch irgendwie gekünstelt. Ich meine, klar, hätte ich jetzt natürlich, ich sag mal, was weiß ich, 200.000 Abonnenten und ich mache einen Stream und da sind 2.000 Viewer, dann ist da halt auch einiges im Chat los. Aber wenn ich jetzt mit meinem jetziger Stand 70 Abonnenten streame, dann sind vielleicht 20, 30 in Anführungsstrichen nur da. Ist natürlich auch eine ganze Menge, aber ich sag mal, nichts im Vergleich zu jemandem, der natürlich über 100.000, 100 Millionen, keine Ahnung was hat. Aber so wäre das bei mir dann nur gekünstelt und irgendwie auch nicht Sinn und Zweck des Erfinders, wenn da auf einmal
Leute den Chat zu spammen. Und natürlich ist das auch wieder für die Moderatoren dann selber. Ich habe ja auch bei meinen Streams Moderatoren eingestellt. Falls irgendwas passieren sollte. Mein Gott, was ist denn los? Tut mir leid. Ihr merkt, der Stream, der hat mich komplett fertig gemacht. Ich bin komplett durch. Ich hatte auch richtig Halsschmerzen. Ich habe viel zu wenig dabei getrunken. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Wir sehen uns gleich im nächsten Kampf wieder, meine Freunde. Bis gleich. Der Kampf beginnt. Und weiter geht's. Und es hat einen positiven, negativen Aspekt. Wie gesagt, wenn jetzt auf einmal 2000 Leute einen Stream joinen, obwohl man sonst nur 20 Zuschauer meinetwegen hat, dann ist das natürlich irgendwie überwältigend erstmal. Ja, wenn man auf einmal sieht, what, wo kommen die alle her? Andererseits, wenn das irgendwie so organisiert ist, naja, weiß ich nicht. Das macht irgendwie auch den Stream kaputt, wenn man gerade so eine nette kleine Runde hat. Und da sind dann auf einmal 2000 fremde Leute dabei. Ich meine, kann immer passieren. Gerade wenn man auf Twitch streamt, dass dann auf einmal ein paar was ist denn hier los? Ein paar random Leute dazukommen, will ich ja gar nicht abschreiten, kann passieren, aber nicht in diesem Umfang. Und wenn dann der Chat auch irgendwie so unnötig zugespammt wird, dann ist das absolut belästigend und nervig. Wie ist denn eure Meinung dazu? Findet ihr sowas gut? Denkt ihr euch vielleicht, na gut, wenn da 2.000, 3.000 Leute kommen, ist so gut für dich? Dann bist du ganz weit oben auf der Liste und vielleicht springt auch der ein oder andere dann für dich ab, keine Ahnung. Ist natürlich unwahrscheinlich, wie gesagt, das sind ja organisierte Raids, mehr oder weniger. Und ich möchte auch kurz mal eben anmerken, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Und zwar hat mir das ein Abonnent vorgeschlagen von euch, wo wir auch direkt zur Ankündigung Nummer 2 kommen, oder zu der einzigen Ankündigung im heutigen Part. Ja. ihr könnt mir Themenvorschläge schicken. Gerne, immer her damit. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, wenn euch irgendein Thema interessiert, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Ich behandle das gerne mal und gebe auch mal, sofern ihr das überhaupt möchtet, mein Senf dazu ab, in Form eines netten Splatoon-Themen-Videos. Gerade Splatoon, hatte ich ja schon mehrmals gesagt, bietet sich immer an, um gewisse Themen sich mal frei von der Brust zu reden. Und das wäre doch formidable, oder so ähnlich, wie es auch immer ausgesprochen wird. Und ich bin gerade der Skiller vom Herrn, das weiß ich. Nein, habt ihr einen Themenvorschlag? So nach Motto, das interessiert mich gerade, wie siehst du das denn? Einfach in die Kommentare schreiben. Egal unter welchem Part, ich kriege ja immer eine Benachrichtigung. Es würde sich natürlich immer anbieten. Verdammt. Es würde sich natürlich immer anbieten, das unter dem aktuellen Splatoon-Part zu machen. Also hier zum Beispiel unter diesem Part, morgen dann über den nächsten Part und so weiter. Und dann werde ich das zeitnah behandeln, das Thema. Müsst allerdings natürlich bedenken, dass ich manchmal so 2, 3, 4.000, nein, meistens so 2, 3 Parts im Voraus aufnehme. Und dann kann es natürlich sein, dass ich das Thema erst 2, 3 Tage später behandle. Das einfach mal mit bedenken. Aber das ist so das, was ich jetzt dann vorhabe. Ihr könnt auch gerne schreiben dazu, wenn ihr möchtet. Einige möchten das ja manchmal, einige nicht. Wobei man kann es ja bei mir noch in den Kommentaren ohne Probleme nachlesen, wenn mir das Thema vorgeschlagen hat. Und zwar könnt ihr mir einfach mitteilen, könnt mir auch eine PN schreiben, wenn ihr das gar nicht, so können wir es auch machen, genau, wenn ihr gar nicht möchtet, dass das irgendwie großartig öffentlich ist, von wem dieses Thema kommt, schreibt mir gerne ruhig eine PN, gerne eine Nachricht, wo ihr möchtet. Ich sag mal, hauptsächlich würde sich natürlich YouTube anbieten. Oh, ich habe mal einen gekillt und bin nicht gestorben. Dafür würde sich natürlich YouTube anbieten, wenn ihr mir einfach hingeht und sagt, so, mach mal hier, schickt dann mir eine PN, einfach eine Nachricht senden. What? Da war ja einer, lol. Hat doch nur eins. 3, 2, 1. Risiko. Duck, we duck. Yeah. Gut. Ja, das könnte knapp werden vom Endergebnis. 39,7 haben gewonnen. Gut. Da war ich ein bisschen zu langsam. 8 Bit. Ein Japaner mit 8 Bit. 1308. Was denn hier? Und der unten 14 Punkte. Der war wahrscheinlich ein bisschen am rumnerven. Und ich muss gleich mal mein Alltags-T-Shirt auswechseln. Ja, vom Splatfest. Ja, stimmt, 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 stimmt. Gut, sehen wir uns gleich wieder, meine Freunde. Bis gleich. Der Kampf beginnt. Normalerweise, und dafür entschuldige ich mich auch an dieser Stelle mal, wollte ich auch ein paar Parts zu dem Splatfest bringen, das jetzt abgehalten wurde, wo ja Team Hoverboard gerade, wie wir gesehen haben, am Anfang des Videos gewonnen hat. Ganz knapp. Aber ich kam da am Sonntag einfach nicht zu, weil meine Stimme wirklich so maßlos kaputt war. Die war einfach, ich hatte Halsschmerzen und das hat sich ungefähr so angehört und das dachte ich mir, da dachte ich mir, nee, das kannst du nicht machen. Jetzt habe ich nochmal einen Tag gewartet, sie ist jetzt nicht viel besser geworden. Gut, ich bin jetzt auch noch relativ müde gerade. Das heißt müde, aber wenn man gerade aufsteht, ist die Stimme natürlich noch nicht auf voller Höhe und so.
Kraft und klangvoll wie sonst immer. Aber ich hab's einfach nicht hinbekommen. Dafür sorry. Ich denke mal, es ist zu verkraften, weil es nicht so sowieso das anspruchsvollste Splatfest-Thema. Wobei natürlich ich super damit hätte zeigen können, was die neuen Änderungen jetzt sind mit der Splatfest-Power und so weiter. Sorry dafür. Müsst ihr einfach mal bei anderen gucken. Es tut mir echt leid. Ich hatte das irgendwie voll vermasselt hier und sorry einfach. Dafür hatten wir ja über 6 Stunden Stream, der ja heute Abend gegen 20 Uhr online gestellt wird, nicht geschnitten. Der pure Wahnsinn, die ungeschnittene Wahrheit. Mehr Wortspiele fallen mir jetzt gerade nicht ein. Nein, erst Inferno weg. Wo ist er? Haha. Die ungeschnittene Wahrheit, wir haben am Anfang ja erst Splatoon gespielt, dann Mario Kart 8, dann kurz Pokémon Tekken oder Pokémon Tournament oder Pocken, ihr kennt das ja. Und dann haben wir noch zum Schluss Mario Maker probiert, eine 100 Mario Herausforderung auf normal bewältigt und hinterher nochmal Mario Kart 8 gespielt. Und was ich noch erwähnen muss, in Mario Maker haben wir uns an den Level Mario's Tomb Master Quest versucht. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Ich bin relativ weit gekommen, guckt es euch einfach an. Aber naja, beim nächsten, ich werde nochmal ein extra Video machen, weil ich jetzt vorhabe, falls gerade noch jemand zusieht, jeden Samstagabend gegen 18 Uhr zu streamen und mein Skill ist gerade wirklich eingeschlafen. Ich hoffe, jemand ist gerade noch dabei. Wenn ja, schreibt mir einfach mal Hululu in die Kommentare. Nein, Quatsch. Ich werde jeden Samstagabend jetzt wahrscheinlich streamen, so um 19 Uhr eventuell bis Open End, also was heißt Open End, bis gleich 21 Uhr, 22 Uhr. Ich werde mich auch jedes Mal bei jedem Stream an diesen einen Level probieren, den wir da nicht geschafft haben. Aber wie gesagt, da kommt noch ein kleines extra Ankündigungsvideo zu, dass auch jeder Bescheid weiß. Weil die einen gucken ja nicht so gerne Splatoon, die anderen gucken lieber vielleicht Mario Maker. Oder jetzt gerade, naja, Pokémon Tekken. Und naja, und zu dem Thema nochmal, schreibt mir gerne eine Nachricht oder in die Kommentare, wenn ihr nicht möchtet, dass ich, schreibt sie halt, wie gesagt, immer jedes Mal dabei, ob ich erwähnen soll, dass das Thema von euch kommt oder nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Themen, was ihr so noch vorhabt. Ich habe mir jetzt 40 Themen überlegt und jetzt ist so langsam meine Kreativität ein Ende gesetzt. Also es gibt noch eine Menge Themen, definitiv, ganz klar. Aber wie es halt so ist, die fallen mir dann manchmal nicht so spontan ein. Also bin ich da mal auf eure Hilfe angewiesen. Bin ich ja sowieso. Ohne euch wäre ich ja nix. Bin ich auch so nicht, aber ein bisschen was bin ich mit euch. Dank euch, besser ausgedrückt. So, dann ist der Splatoon-Part jetzt auch wieder vorbei. Wie gesagt, wer noch da ist, schreibt mir in den Kommentaren und schickt mir gerne eure Themenvorschläge. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Jetzt, da ja Ferien sind, gibt es jeden Tag Pokémon Tournament. Es gibt jeden Tag Splatoon. Alle zwei Tage wechseln sich Captain und Secret of Mana ab. Und nach Secret of Mana kommt ja ein Retro-Jump-in-One. Bleibt am Ball, meine Freunde. Mein Name ist Dylan Cario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde ich sagen. Denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick. Schöne Ferien. Macht's gut. Ciao.